Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Blau. Das hier ist nicht mehr Teil des Let's Plays, sondern das hier wird eine ganz kurze Special-Geschichte werden. Ich will euch nämlich sagen, was ist los mit den Pokémon? Wer sind die eigentlich? Und wie sind sie zu dem geworden, was sie sind? Ich meine, wir haben ja unser Team, das kennt ihr ja mittlerweile alle schon. Das sind ja Gapup, Freibier, Dachluke, Thrombose, Bosch und Cochonis. Aber in diesem Special werde ich euch mal erzählen, was haben diese Pokémon gemacht, bevor sie bei Noodle ins Team gekommen sind und was tut Noodle, nachdem er jetzt Pokémon-Meister geworden ist. Also, ihr könnt gespannt sein, lehnt euch zurück und ich erzähle euch jetzt mal eine Runde. Bis dann und viel Spaß! Den Anfang in dieser beschaulichen Runde macht selbstverständlich Gapup. Gapup haben wir kennengelernt, und zwar als es bei Professor Eich auf dem Tresen lag. Es war allerdings nicht immer das Pokémon von Professor Eich, sondern es war damals eingestellt bei einem Holzfäller. Und dieser Holzfäller war relativ arm, der hatte nie Geld und er hatte die Idee, dass er, na, der Holzfäller ist übrigens Detlef, wenn ich das jetzt mal so nebenbei erwähnen darf, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen gemein klingt, aber er hieß wirklich so. Auf jeden Fall, der Detlef hatte dann die Idee, er möchte ein bisschen mehr Geld verdienen. Und das Geld hat er dann am besten reingebracht, weil er sich gedacht hat, wir sind hier im Wald, er macht mal eine Kneipe auf. Forest Min war das, glaube ich, wie Englisch Men, also so richtig British English, Forest Min. Und das war eine Schwulenkneipe. Da war Gapup erst dazu eingerichtet, wo er noch ein kleines Glumanda war. Das möchte ich jetzt nochmal dazu erwähnen. Er war ja noch kein Glurak. Er war ja immer noch das kleine süße Glumanda, das sonst immer nur Holzkohle gemacht hat. Ja, und das durfte dann am Anfang eine Feuershow leiten. Aber das war jetzt nicht so lukrativ. Und teilweise hat die Feuershow auch die Einrichtung verbrannt. Deswegen hat sich der Detlef dann gedacht, dieses Vieh ist nicht mehr lukrativ. Ich muss das jetzt irgendwie weggeben. Und ja, der Detlef, das war auch ein richtig böser Kerl, der hatte jetzt nicht wirklich so eine emotionale Bindung zu Gapup. Und deswegen hat er dann gesagt, gut, ich kenne den Professor Eich, der hat ja so ein richtiges Arsenal an Peitschen bei sich im Labor. Er tauscht den Gapup, den kleinen Glumanda, gegen, ich weiß nicht, entweder waren es 10 oder 15, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Habe ich auch, ist auch ein bisschen was her, dass ich die Geschichte gehört habe. Also auf jeden Fall gegen so eine, ja, eine Handvoll Peitschen. Und seitdem besaß eben Professor Eich Glumanda, und das ging dann später in den Besitz von Noodle über, der damit einiges kaputt gewämst hat. Obwohl ich sagen muss, dass im Resümee Gapup jetzt nicht wirklich der Leistungsträger im Team war. Und die Feuerattacken, die er benutzt hat, auch bei den Top 4, ein paar waren vonnöten, aber ein paar jetzt nicht wirklich. Aber wenn andere Gegner da gewesen wären, hätte sich Gapup wahrscheinlich ein bisschen mehr bewähren können. Waren sie aber leider nicht. Trotzdem, ein großer Teil unseres Teams war Gapup auf jeden Fall. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Der wahrscheinlich größte Leistungsträger in unserem Team war definitiv Dachluke. Dachluke war allerdings nicht immer frei. Damals war es Maskottchen eines Autounternehmens, das sich Drift King nannte. Das große, ja, Debüt, das große, der große Gag dabei war einfach, dass Dodu die Autos der Konkurrenz überholen konnte. Das heißt, er ist schneller gelaufen als die Autos der Konkurrenz. Ja, und dadurch wurde eben ein sehr, sehr heftiger Werbeeffekt erzeugt und die Autos von Drift King waren wirklich die Renner auf der Straße. Aber irgendwann kamen die Konkurrenten und haben, das hat nicht so wirklich jemand mitgekriegt, das war so eine Nacht- und Nebel-Aktion, wo sie wirklich mit Nadeln, mit so einer, ja, mit so einer Spritze bei Drift King eingebrochen sind und Dodus Beine betäubt haben, sodass er nicht mehr so schnell laufen konnte. Ja. Dann war es aber so, dass die Kraft in den Beinen irgendwann immer weiter nachgelassen hat. Und das war jetzt auch nicht wirklich so, dass es nur ein Effekt war, der sofort wieder abklingt. Und deswegen haben sich die Leute von Drift King gedacht, ist es wirklich sinnvoll, dass Dodo weiter Maskottchen ist, oder machen wir das lieber nicht? Und vor allem war es so, dass der Grafiker ein neues Werbebanner erstellen sollte, aber er konnte das Fell bzw. das Federkleid von Dodo nicht wirklich umsetzen, weil das wirklich viel zu fein gewesen wäre und ja, das hätte viel zu viel Arbeit bereitet. Es gab nicht so viele gute technischen Maßnahmen damals in der Pokémon-Welt noch. Deswegen haben die sich gefragt, ob das immer noch Sinn macht. Deswegen gab es damals einen Showdown auf der Schnellstraße, rund um Prismania war das, und da hat der Chef von Drift King gesagt, Dodo, wenn du schneller als das Auto unserer Firma bist, ne? Wenn du schneller bist
als das Auto von uns. Dann bleibst du. Dachluke hat aber dieses Rennen hat's verloren, eben weil es noch Nachwirkungen der Spritze in den Beinen hatte und wurde dann eben auf dem Radweg gelassen, wo es dann so lange blieb, bis es von Nudel eingefangen wurde. Dachluke, trotz der Giftinjektion in den Beinen, die sich ja ein bisschen neutralisiert hat, als es dann wirklich zu Dodri sich entwickelt hat, war wirklich das stärkste Pokémon, das wir haben. Also vor allem vom Schadensoutput her. Ich muss ganz ehrlich sagen, Borschnabel bei Dachluke war verdammt nochmal heftig. Damit hat man fast jedes gegnerische Pokémon aus dem Verkehr ziehen können. Selbst gegen Mewtwo hat er ja am meisten Schaden gemacht. Von daher, Dachluke, ich bin froh, dass wir Dachluke dabei haben. Ohne Dachluke hätten wir das wahrscheinlich nicht hingekriegt. Ich meine, selbst dann Noodle hätte gar nichts gerissen in der Pokémon-Liga. Und wie gesagt, Dachluke war der Leistungstrainer bei Po Trainer, Leistungsträger bei Pokémon Blau. Freibier kostet 5 Mark. Ja. Freibier war so gesehen der Tank in unserem Team. Freibier hat wirklich Stärke gezeigt. Freibier war kräftig und Freibier konnte auf jeden Fall eine ganze Menge TMs lernen, was ich vorher nicht wirklich wusste. Aber die Frage ist, was war Freibier, bevor Noodle es von dem Weg aufgelesen hatte? Ihr werdet euch wundern, aber es war eigentlich die ganze Zeit dort gewesen. Wir waren ja auf dem Weg von, ich meine, waren wir aus Urania City, sind wir nach Osten gelaufen oder wir sind von Norden aus Lavandia gekommen. Eins von beiden. Auf jeden Fall war es nämlich so, dass bei dieser Position für alle Leute, die kein Fahrrad hatten, wirklich, du musstest da ja lang gehen. Es lief kein, führte kein Weg dran vorbei. Wenn du nach Fuxania City wolltest, musstest du da lang gehen. Das war einfach so. Und deswegen haben sich Investoren gedacht, das wäre ein sehr guter Standortfaktor, da können wir einen richtig geilen Rummel hinbauen. Ja. Und was war das für ein Rummel? Da war Freibier im Endeffekt so gesehen das Maskottchen. Auch hat es gesagt, also es war ebenfalls Hüpfburg, wie auch das fetteste Relaxo der Welt. Und es hat fast den ganzen Tag geschlafen. Dann war es so, dass die Partystunde, wirklich die Happy Hour, immer dann lief, wenn Freibier aufwacht. Und dann, ihr werdet es nicht glauben, gab es Freibier ohne Ende. Und das wuchs dann irgendwann zu einer richtigen Mega-Attraktion. Vor allem, weil Relaxo so viel trinken konnte ohne Ende. Er ging da wirklich hin und hat da Bierfässer leer gesogen. Was allerdings am Ende dazu geführt hat, dass er noch fetter wurde und nicht mehr von den Leuten und von den Attrakteuren da bewegt werden konnte. Am Ende ist es auch gar nicht mehr aufgewacht, deswegen haben alle Leute gedacht, es wäre tot und sie haben es einfach da liegen lassen. Dieser Verdauungsschlaf ging ganze 4 Wochen lang, bis Noodle ihn mit der Pokémon-Flöte aufweckte und im Endeffekt auch fing. Ja. Wie gesagt, Freibier ist so ein sehr entspanntes Pokémon. Und das kann ihm auch keiner mehr nehmen. Ich muss allerdings sagen, dass Freibier vor allem im Kampf gegen Pfanne am Ende wirklich starke Leistung gezeigt hat und vor allem durch die vielen Lebenspunkte sich zu einem heftigen Gegner entwickelt hat. Erdbeben war eine starke Attacke. Erdbeben und Surfer. Teilweise haben wir ganze Gegner nur mit diesen beiden Attacken fertig gemacht. Und ja, das war schon eine ganz wilde Sache. Von wegen, Freibier ist schlecht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Freibier war eins der stärksten Pokémon, die wir mit hatten. Während Freibier nun ziemlich stark gewesen ist, musste ich sagen, dass Thrombose sich wirklich nicht bewährt hat in meinem Team. Wir haben es eigentlich versucht, die ganze Zeit zu trainieren und im Endeffekt hat es uns doch nicht geholfen. Allerdings kann ich auch hier an dieser Stelle loswerden, was hat Thrombose gemacht, bevor es in Noodles Team gekommen ist. Wir haben ja gesehen, dass wir Thrombose gefangen haben, und zwar im Dojo in Safronia City. Aber da war es nicht immer. Dieses Dojo hat Kochonis, sag ich schon, nein, Thrombose nur aufgesucht, um sich selbst weiterzubilden. Es ist nämlich so, dass eigentlich Thrombose Zeichner werden wollte. Ja. Es wollte schon immer einen Zeichenkurs belegen, aber es hatte nie die richtigen Hände. Es hat nur ganz kleine Hände gehabt und da konnte es nicht wirklich mit zeichnen. Das war das Problem. Und es gab viele Bemühungen. Er hat es oft versucht, da wirklich zeichnen zu lernen, aber es ging nicht. Kein Zeichenkurs hat ihn aufgenommen. Niemand wollte was mit ihm zu tun haben. Alle haben gesagt, du wirst doch niemals Zeichner. Irgendwann sah er dann den Film Die Füße des stillen Todestreters 2. Ja, und darin geht es eigentlich nur darum, wie der Hauptcharakter mit seinen Füßen Bilder auf die Brustkörbe seiner Opfer malt. Er tritt so heftig dagegen, dass da ein Bild entsteht auf dem Brustkorb.
Und da hat sich Thrombose gedacht, das kann ich doch auch. Also wurde er Mitglied im Kampfsportverein, in dem Dojo, wo er wirklich trainierte, trainierte ohne Ende. Und er hat wirklich gegen seinen größten Kontrahenten Nokchan richtig mehrere Jahre lang trainiert, um wirklich zur absoluten Elite der Kampfsport-Pokémon zu gehören. Aber erst Noodle konnte dann eben den Meister des Dojos besiegen. Und Noodle hatte dann die Wahl, ob er jetzt Nokchan mitnehmen soll oder Thrombose. Und er entschied sich dann für Thrombose, was im Anbetracht der Tatsache, dass Nokchan jetzt noch beschissener ist, eigentlich die bessere Wahl war. Im Endeffekt hat uns Thrombose aber jetzt nicht wirklich viel geholfen. Allerdings als Trophäe kann er ja immer noch hinhalten. Von daher, jeder hat einen guten Zweck. Und wenn es auch nur dazu dient, ein schlechtes Beispiel zu sein. Bosch zeichnet sich dadurch aus, dass es ein wirklich starkes Elektro-Pokémon ist. Zwar hat es keine wirklichen physischen Fähigkeiten, aber es ist eben ein sehr, sehr starkes Elektro-Pokémon. Und Bosch ist auch in direkte Verbindung mit dem Untergang des Kraftwerks in Kanto zu bringen. Nämlich gehörte es vorher dem Hausmeister Jürgen, als dieser eben noch lebte. Und dieser Jürgen, der kümmerte sich darum, dass, ja, dass einige elektrische Anlagen in diesem Haus eingeschaltet blieben. Und er hat da sauber gemacht und er war so gesehen Mädchen für alles und Bosch hat da die ganze Zeit unterstützt. Der Hausmeister Jürgen, der war aber so, dass er am liebsten alles ganz schnell erledigt hat. Deswegen forschte er in seiner Freizeit viel, um seinen Job eben einfacher zu machen. Bisher konnte er dann solche Sachen entwickeln wie eine vollautomatisierte Bohnermaschine, die fast automatisch den ganzen Raum gebohnert hat. Und ja, den DNA-Scanner-Locher, der jetzt aber nicht wirklich sinnvoll war. Warum auch immer er den erfunden hat, ich weiß es leider nicht. Aber um weiterhin schneller wischen zu können, und das war ja seine Hauptaufgabe, versuchte er eben einen elektrischen Wischmopp plus Eimer zu erfinden, wofür er dann Boschs Hilfe brauchte. Er hat alles so hingedreht, dass es eigentlich funktioniert hätte, und er brauchte nur noch eine elektrische Induktion, damit da ein bisschen Energie aufgeladen wird. Bosch dachte aber, dass er dadurch den Hausmeister umbringen würde, also weigerte er sich, und da, ja, kam es zum Streit zwischen den beiden, bis irgendwann Jürgen so verrückt wurde, dass er mit einem Hammer sich durch die Wand kämpfte und wirklich die Kabel aus der Wand benutzt hat, um seinen elektrischen Wischmopp plus Eimer aufzuladen. Ja, danach gab es einen ganz großen Knall und das ganze Kraftwerk wurde lahmgelegt. Ja, dieses Debakel überlebten dort nur die Pokémon. Ja, Bosch war stark. Bosch war auf jeden Fall klasse. Ich bin froh, dass wir Bosch im Team hatten. Ich würde mir es nicht vorstellen können, mit einem anderen Pokémon, mit einem anderen Elektro-Pokémon da durchgegangen zu sein. Vielleicht Electek, aber ich glaube, Bosch, der war schon eine coole Sau. Von daher, ich muss sagen, es hat mir auch Spaß gemacht, immer dieses Like a Bosch zu sagen. Wenn ihr richtig aufgepasst habt, merkt ihr ja, dass jetzt noch Coronis fehlt. Coronis bestand damals aus einer Gang. Ja, diese Gang bestand wiederum aus 6 verschiedenen Eiern. Und jedes dieser Eier hatte eine eigene Persönlichkeit. Ja, das war aber so, dass die Eier, lebende Eier in der Wildnis, vor allem in der Safari-Zone, eigentlich nicht so eine lange Überlebenserwartung haben. Deswegen schlossen sie sich eben zu dieser Gruppe Balls, am Ende mit einem großen Z zusammen, um eben eine Einheit zu bilden. Irgendwann erfuhren sie aber, dass diese Form der Gangs wirklich anerkannt ist und Owei genannt wird. Aber um ein Owei zu werden, musste eins dieser Eier kaputt sein. Das heißt, es musste ein halboffenes Gehirn haben. Gut, das war ein echt schwerer Schock für die 6 Jungs damals. Und deswegen mussten die sich überlegen, ja, wer von uns soll jetzt das kaputte Ei werden? Also am Anfang haben sie versucht, diesen Streit um die Wahl des kaputten Eis auszurambolen, wie es wahrscheinlich aus South Park kennt, also sich gegenseitig mit vollem Anlauf in die Eier zu treten und der Erste, der aufgibt, hat verloren. Aber dann merken sie, sie haben gar keine Beine, um das zu machen. Also funktionierte das nicht. Danach war es so, dass sich jedes einzelne Ei heroisch selbst opfern wollte, was aber auch nicht funktionierte. Am Ende war es so, dass ein Ei, John hieß er übrigens, versucht hat, mit einem Silberlöffel, den es in den Zähnen hatte, ein Stück aus einem anderen Ei, nämlich Gizmo, zu brechen, was ebenfalls fehlschlug. Problematischerweise rutschte John dabei aus und köpfte sich selbst, woraufhin alle Eier zuvor zu einer Persönlichkeit verschmolzen, also sie wurden so gesehen zu einem Wesen und bildeten dann nicht mehr die Gruppe Balls, sondern Owei. Gleich darauf, also eigentlich nur Sekunden darauf, wurde es von Noodle gefangen. Ja, wir sehen ja, dass Owei am Anfang wirklich in der Kritik stand, vor allem von euch. Einige von euch meinten, ja, was kann da sein? Owei, das ist ein scheiß Pokémon, kannst du nicht machen und so weiter. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen,
dass ich froh bin, dass wir am Ende Coronis im Team hatten. Weil Coronis wirklich Schaden rausgehauen hat. Erstmal mit Megasauger und mit Psychokinese war es wirklich ein gutes Hybrid-Pokémon. Physisch hatte es zwar jetzt nicht so viel drauf, aber wir haben es Coronis zu verdanken, dass wir Arctos, Zapdos und Lavados gefangen haben. Das ist doch auch schon mal ein ganz schönes Stück, muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Und wie gesagt, Coronis hat mir Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Auf bald, mein Freund. So, Freunde, damit wären wir ja eigentlich jetzt schon fertig mit den Pokémon. Aber es gibt noch einen, ja, Menschen, der jetzt noch nicht Erwähnung gefunden hat, warum er überhaupt Pokémon-Trainer wurde und warum er das gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte kenne ich, aber ich finde sie ein bisschen zu heftig, um sie zu erzählen. Deswegen werde ich jetzt einfach nur mal zeigen, dass Noodle während seiner Reise von einem unbekannten Geist relativ oft fotografiert wurde. Und diese Fotos bringe ich einfach mal an einer Schleife zu euch, um euch hinterher zeigen, was hat Noodle aus seinem Meisterposten gemacht? Was hat er gemacht, nachdem er Meister geworden ist? Und ihr werdet euch wahrscheinlich an einige Gespräche erinnern, die er mit mir hatte und an einige Ideen, die wirklich sinnvoll wären. Und ja, ich glaube, was da jetzt gleich passiert ist, das werdet ihr wiedererkennen. Wenn ihr meinen Pokémon Let's Play verfolgt habt, werdet ihr diese Szene wiedererkennen. Also, ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei Pokémon Silber. Bis dann, tschüss!